Zynismus in Vollendung. Wer macht es uns vor? Unsere Politiker, die von uns bezahlt werden. So unter anderem Frank-Walter Steinmeier, SPD-Politiker, das höchste Amt in der Republik, Bundespräsident. Walter Steinmeier sagt, wir dulden keine antidemokratische Hetze. Aufgrund dieser Vorfälle jetzt am vergangenen Wochenende. Wir dulden keine antidemokratische Hetze. Jawohl. Herr Steinmeier, Sie haben ja unlängst zum 40-jährigen Bestehen des Mullah-Systems zur Revolution gratuliert. Einem System, das die Menschenrechte mit Füßen tritt. Einem System, das Frauenrechte missachtet, das religiöse Zwänge über freiheitliches Denken stellt. Sie haben einem System gratuliert zur Revolution, das Menschen tötet. Sie sagen, wir dulden keine antidemokratische Hetze. Was tun Sie, Herr Steinmeier? Einem System, das einem Ringer, 27 Jahre alt, einem Ringer-Champion, zu Peitschenhieben verurteilt, 6 Jahre Gefängnis und danach die Todesstrafe. Herr Steinmeier, Sie dulden keine antidemokratische Hetze. Wenn das nicht Zynismus ist. Herr Steinmeier, Sie haben für eine Band Werbung gemacht, feine Sahne Fischfilet. Das heißt also, die Bullenwache ist keinen Steinwurf entfernt. Der Hass steigt. Eine Band, die ehemals unter Beobachtung des Verfassungsschutzes war, soweit mir bekannt ist. Ich glaube nicht, dass ich mich da täusche. Herr Steinmeier, Sie dulden keine antidemokratische Hetze. Es ist schon erstaunenswert, wie perfide Ihre Aussagen sind und dass Sie sich überhaupt keine Gedanken machen, wer Sie ernährt. Gewählt werden Sie ja nicht vom Volk, sondern Sie werden ja von den Vertretern im Bundestag gewählt. Da hängt es ja auch wieder davon ab, wer sich nach oben dient, wer am meisten schleimt. Aber Sie dulden keine antidemokratische Hetze. Was tun Sie, Herr Steinmeier? Sie gratulieren einem System, einem Unrechtssystem. Ja, aber ich darf das noch weiterführen. Wir haben ja am Wochenende, ich sage nicht, dass ich diese Stürmung des Reichstags toleriere, aber ich will nur damit aufzeigen, welcher Zynismus hier vorherrscht. Wir haben eine Verteidigungsministerin, die der Position nicht im Ansatz würdig ist, die nicht für ihre Soldaten da ist, die nicht für ihre Soldaten steht, eine Frau, die wegnickt, wo der ihre Verdienste liegen, erschließt sich mir nicht, nach jetzigem Erkenntnisstand. Wir haben eine Verteidigungsministerin, die sagt, sie ist wütend im Sonntagsgespräch. Ich bin richtig wütend, hat Frau Annegret Kramp-Karrenbauer gesagt. Frau Annegret Kramp-Karrenbauer, ich bin richtig wütend, dass Sie auch ehemals ein Konzert besucht haben von Feine Sahne Fischfilet. Staatsfeinde. Das heißt, das sind die Bullen. Hier erkennen wir die Heuchelei, die in der Politik vorherrscht. Und mein fester Wille und der Wille des Teams von Hallo Meinung ist hier einfach einen Riegel davor zu schieben und zu sagen, nee, jetzt ist Schluss. Wir wollen eine Mitbestimmung. Und liebe Freunde und liebe Interessierte an Hallo Meinung, wenn ihr etwas verändern wollt, müsst ihr mit aufstehen. Es nützt nicht mehr, dass ihr daheim sitzen bleibt in einer falsch gewogenen Sicherheit. Krieg doch mein Kurzarbeitergeld. Ach, ist doch nicht so schlimm. Das ist doch nicht so schlimm. Was die Tagesschau sagt, doch andere Dinge. Tagesthemen. Kleber sagt doch andere Dinge. Ach, was wollt ihr denn? Und die Nürnberger Nachrichten und die FAZ und die Süddeutsche und ja, auch die Bild-Zeitung, die schreiben doch ganz andere Sachen. Die Bild-Zeitung ist ja ein Wellenberichterstattungsgazette, die heute mal so, morgen mal so, die Ausrichtung erschließt sich mir nicht. Aber ihr habt eine falsche Erkenntnis, wenn ihr meint, ihr seid in Sicherheit. In Sicherheit sind diejenigen, die über uns entscheiden, über unser Tun, über unser Handeln und auch neuerdings wirklich über unser Denken. Die sind in Sicherheit, weil sie von uns bezahlt werden. Sie haben eine Abschirmung, ja, Bodyguards, die siehst du kaum, bekommst du nicht zu Gesicht. Warum auch? Haben sie ja nicht nötig. Wir sind ja gewählt worden und die nächsten paar Jahre sind sie ja dann im Grunde genommen alimentiert. Und auch danach, durch die Pension. Wenn ihr etwas ändern wollt, dann hilft es nur, wenn ihr Organisationen wie Hallo Meinung unterstützt. Wenn ihr Hallo Meinung meint, dass man sagt, das ist jetzt das Hirngespinst eines Einzelnen oder eines Teams,
die ein bisschen was versuchen. Glaubt mir, wir machen mehr als versuchen. Und deshalb ist unser eindringlicher Wunsch, wir brauchen eine Plattform, wo wir wachsen. Wir wachsen stetig, aber dazu brauchen wir euch. Couch war gestern, heute sagt es Aufstehen. Wir wollen etwas Gemeinsames erreichen. Dazu brauchen wir euch. Und bitte unterstützt uns. Ich sage danke fürs Zuhören. Lasst euch bitte meine Worte durch den Kopf gehen. Eine schöne weitere Woche wünscht euch euer Peter Weber.